Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin gebeten worden, dass wir mit der Veranstaltung anfangen, wobei ich es auch ganz toll finde, dass so viele Leute hier sind und das persönliche Gespräch untereinander, miteinander suchen. Auch das ist schon ein Teil dieses Abends. Lassen Sie mich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Als ich im Vorfeld von dieser Veranstaltung gehört habe und wir vereinbart haben, dass wir Sie hier nach Kelkheim holen, da wusste ich, wir holen jemand ganz Großes hierher. Dass das auf eine derartige Resonanz stößt, das hat mich wirklich überrascht. Und das zeigt nochmal, dass die Entscheidung, Frau Bach hier ausstellen zu lassen, die richtige ist. Nochmal herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Landrat Cyriak, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Hassler, liebe Vertreter des Kreistages, der politischen Gremien der Stadt Kelkheim und einen ganz besonderen Gruß unseren Kelkheimer Mitbürger und ehemaligen Landrat Berthold Gall, der mir eben gesagt hat, dass er einen ganz besonderen Bezug zur Künstlerin hat. Als ehemaliger Landrat, vielleicht auch als ehemaliger Bürgermeister von Bad Soden, hat er mit dieser Künstlerin schon längst ganz viele Veranstaltungen und Treffen gemacht. Also da ist er uns allen noch ganz viel voraus. Herzlich willkommen, Berthold Gall. Ja. Und natürlich die Hauptperson, sehr geehrte Frau Elvira Bach, herzlich willkommen hier in unserem schönen Kelkheim. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Frau Bach, ich bin begeistert. So farbenfroh. Da sind Sie. Ich muss Ihnen sagen, Sie befinden sich hier im Plenarsaal des Kelkheimer Rathauses. Es ist kein Galerieraum. So farbenfroh wie heute habe ich diesen Raum noch nie erlebt. Normalerweise stehen hier Tische und Bänke, Rednerpulte und Politiker unterhalten sich, gelegentlich streiten sie auch und nicht immer ist es ganz so spannend. Aber so lebendig, so atmosphärisch schön wie heute ist es nicht so. Und eins sage ich auch dazu, der rote Teppich, der draußen ausliegt, den haben wir sonst eigentlich auch nicht hier ausdrücklich. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Sie genießen als Künstlerin zu Recht einen großen Bekanntheitsgrad. Ihre Werke sind weltweit bekannt, in verschiedenen öffentlichen Sammlungen, Museen. Sogar New York, Vancouver waren Sie vertreten. Und jetzt auch bei uns hier in Kelkheim. Sehr schön. Aber, und das mögen Sie mir als jemand, der in der Großstadt Berlin wohnt, nachsehen, als Kelkheimer Bürgermeister lege ich doch sehr großen Wert drauf. Sie sind Lokalmatadoren, Sie kommen direkt hier aus der Gegend, Sie kommen aus unserem Nachbarort Neuenhain. Dort sind Sie aufgewachsen, dort haben Sie Ihre Kindheit verbracht. Also sind Sie ein Kind des Main-Taunus-Kreises, ein Kind der Region hier. Und die Grenze zwischen Kelkheim und Altenhain, packen wir noch dazwischen, und Neuenhain, die verläuft ja dort hinten bei der Roten Mühle, die als Ausflugsziel, das werden Sie von Ihrer Kindheit her bestimmt noch wissen, als Ausflugsziel von Sodenern und Kelkheimern, von Königsteinern sehr gerne genutzt wird. Aber auch die Städte aus Frankfurt kommen gerne hierher in den Taunus und genießen hier die idyllische Natur und die gute Landluft. Dies ist auch Ihr Thema. Ich muss gestehen, dass ich mich erst langsam reinfinden musste in Ihre Werke. Es gibt andere Bereiche, mit denen beschäftige ich mich noch mehr als mit den Kunstwerken. Und so hat die Frau Matuschek, die muss ich jetzt doch noch mal extra vorstellen, ohne unsere Kuratorin Frau Dr. Matuschek wäre diese Ausstellung auch nicht möglich gewesen. Auch das ist ein Sonderapplaus. Sehr danke. Und so hat die Frau Dr. Matuschek doch in den Vorfeld versucht, mir die Bilder etwas näher zu bringen und Verständnis dafür zu entwickeln. Und je länger ich mir es angeguckt habe, umso mehr habe ich verstanden, was der Hintergrund der Sache ist. Sicherlich für viele von Ihnen völlig unverständlich, weil Sie ja ganz anders mit der Materie vertraut sind. Ihr Thema ist es, ich habe von der Landwirtschaft gesprochen, die Erinnerung an Ihre Kindheit im landschaftlich reizvollen Taunus, die Zeit auf dem Bauernhof mit den allumfassenden Facetten, hat sie geprägt
Und Sie haben die perfekte Symbiose zwischen dem Landleben und der Berliner Luft, die Sie ja heute durch Ihren Wohnort haben in Ihren Bildern geschaffen. Ich habe gehört oder mir ist mitgeteilt worden, dass auch die nächste Generation, Ihre Familie, nach wie vor sehr mit Bad Soden, mit Ihrem Heimatort Neuenheim verbunden sind und dass die auch noch regelmäßig hier in dieser Gegend ihre Besuche stattfinden lassen und bei ihrer Familie sind. Und sie hat mir ja auch gesagt, dass, glaube ich, ihr Elternhaus Neuenheim immer noch existiert. Das zeigt die enge Verbindung. Umso mehr freue ich mich, denn auch Ihre Angehörigen hier aus Bad Soden heute hier sind. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihre Sonderausstellung zu Ihrem halbrunden Geburtstag, der ziemlich unmittelbar bevorsteht, mit der Galerie am Dom in Wetzlar hier in Kelkheim durchführen. Und wir sind sehr stolz, dass wir in dieser Region diese Ausstellung hier bei uns in Kelkheim stattfinden lassen. Ganz besonderen Dank dem Galeristen Michael Marx und Frau Wood. Die sind die letztlich verantwortlich dafür, dass es gelungen ist, hier diese Ausstellung durchzuführen. Herzlichen Dank auch Ihnen beiden. Herr Landrat Michel Zujak hat dankenswerterweise die Schirmherrschaft für diese Ausstellung übernommen. Und Herr Landrat, wir wissen, dass der Taunus bis heute eine Region von höchster Lebensqualität ist. Das muss ich sagen, ich bin auch als mein Taunus-Politiker im Kreis sehr aktiv. Das müssen wir beide so sagen. Ist aber auch wirklich eine der schönsten Regionen, in der wir hier leben können. Sehr geehrte Frau Bach, ich hoffe, Sie fühlen sich hier in Kelkheim wohl. Sie genießen Ihren Aufenthalt. Ihnen, sehr geehrte Gäste, wünsche ich viel Freude bei der Betrachtung der Bilder, gute Gespräche, das haben Sie bereits begonnen, und interessante Vorträge der folgenden Redner. Ich darf Sie ja doch jetzt schon, Frau Bach, Ihnen das Geschenk der Stadt Kelkheim überreichen. Auch das werden Sie möglicherweise von Ihrer Kindheit kennen. Es ist ein Produkt des Rettershofes. Der Rettershof war bis vor einigen 100 Jahren ein Nonnenkloster. Das ist jetzt keine Anspielung, sondern es ist tatsächlich so. Und die Nonnen haben damals auch einen Weinberg gehabt. Dieser Weinberg wird jetzt wieder betrieben von dem Weinhaus Flick aus Wicker. Und da bekommen Sie von uns. So, jetzt kommt der nächste Redner. Ich darf nur noch dran sagen, was mir gerade einer der Kunstverständigen hier aus Kelkheim zugerufen hat, sorgt dafür, dass der Rathaussaal immer so bleibt und sich nicht wieder verändert. Darüber werde ich dann nachdenken. Dankeschön.